Wunderschönen guten Morgen zum 11. Dezember. Heute ist Freitag und es gibt neue Kalendertürchen, die wir öffnen müssen. Ich habe auch wieder ein paar Fragen aufgeschrieben und deswegen starten wir direkt mal durch, denn ich habe mir diesmal sogar 5 Stück aufgeschrieben. Da können wir ein bisschen drüber quatschen. Wir können direkt mit einer anfangen, vielleicht. Erstmal hoffe ich natürlich, dass es euch gut geht und dass ihr nicht die Zahnpasta gekauft habt, die ich mir gekauft habe. Colgate Total 8 oder sowas. Ich probiere ab und zu mal gerne andere Zahnpastas aus. Ich habe ja neulich schon erzählt, das kennt ihr auch, dass es sehr eklig ist, wenn man sich die Zähne putzt und dann muss man irgendwie mal was Süßes essen oder so. Und die hinterlässt gerade einen ziemlich komischen Geschmack im Mund. Aber gut, sie soll ja sauber machen und nicht lecker sein. Wobei, ich habe mir auch schon mal so Kinderzahnpasta gekauft, damit das noch orange schmeckt oder sowas, aber die war irgendwie auch nicht so geil. Laura. Liebste Weihnachtssüßigkeit. Gar nicht so schwer zu beantworten, die Frage. Neulich Spekulatius-Video. Also Spekulatius gehört auf jeden Fall dazu, zu meinen liebsten Weihnachtssüßigkeiten. Aber das Leckerste überhaupt sind wahrscheinlich die Lindt-Weihnachtsmandeln. Die mag ich am allerliebsten. Also die finde ich richtig, richtig gut. Aber auch viele andere Sachen. So, wir fangen mal direkt bei Brand News an. Ich sehe gerade, warum geht die Kamera hier? Glaube ich, besser. Ich habe übrigens ein bisschen angebaut hier. Ne? Hier ne? Jetzt haben wir einen Weihnachtsbaum und das kann man leider nicht sehen um das Bild herum, weil ich habe es nicht ganz auf dem, kann man nicht ganz einfangen. Aber hier ist nochmal so eine kleine LED-Lichterkette. Achtung, hier kann man ja mal Licht ausmachen. Ja, dann sieht man mich nicht mehr, deswegen mache ich das Licht jetzt mal wieder an. Ach, ich habe die Weihnachtsstadt vergessen. Komm, die müssen wir nochmal anmachen. So, und jetzt nochmal Licht aus. So. Meine Küche. Vielleicht ziehe ich lieber in der Küche ein, statt im Wohnzimmer zu sitzen. Gut, die Nummer 11 im Brand News Adventskalender. Was erwartet uns heute? Das sieht aus nach Onkel Bens Milchreis. Onkel Bens Milchreis Klassik. Ich habe es nur von hinten gesehen, wohlgemerkt. Ist schon öfter bei Brand News drin gewesen. Ich habe ein Video dazu gemacht. Schaut es euch gerne an auf meinem YouTube-Kanal. Ich finde es richtig gut gelungen. Also von daher gut. Wirklich gut. Hier ist tatsächlich auch jetzt mal wieder dieses Ding drin. Kurios. Oh, es gibt sogar 50 Cent Fortrabatt beim Kauf unseres Onkel Bens Milchreis oder Zimt. Klassik oder Zimt. Warum nur? Ich habe es ja da. Ich habe auch selber noch Sachen da, also brauche ich nicht. Dann Schoki. Mais-Schoki. Haben wir hier oben. Keks Crunch. Wie gesagt, war gut. Gestern haben wir ein bisschen drüber geredet. Ein bisschen mehr Variation wäre gut. Trotzdem leckere Schokolade. Wie wäre es mit einem Do-It-Yourself-Wochenende? Entdecke unsere selbstgemachte Weihnachtsdeko, die nicht nur toll aussieht, sondern auch lecker schmeckt. Die Anleitung findest du hier maischoko.com/advent11. Da könnt ihr dann gerne mal reinschauen. Vielleicht findet ihr da weihnachtliche Bastelideen. Ich finde übrigens das Format ziemlich cool von diesem Kalender. Das gefällt mir irgendwie. Übrigens hier 24. Wahrscheinlich wird es eine ganze Tafel geben. Ich meine, fühlt sich auf jeden Fall sehr stabil an dahinter. Ach, ich habe gestern schon wieder vergessen, den Spicebar-Kalender auf Instagram aufzumachen. Naja, gut, passiert. Dann Ikea. Hier haben wir oben die Nummer 11. Ah ja, das sieht aus wie eine Mandarine, finde ich. Es gab Feedback von euch, dass man so ein bisschen gucken muss. Ja, das Problem mit dem Fokussieren ist tatsächlich, dass hier nicht so viel Licht nah an die Kamera reinkommt. Deswegen ist das ein bisschen schwierig. So sieht's aus. Weil die Kamera steht quasi in einem Regal drin und da fällt selbst nicht so viel Licht rein. Wenn man dann etwas ins Regal hält, um es scharf zu stellen, dann geht's nicht so ganz. Ist ein bisschen blöd, aber ja. Das ist eine Milchcreme mit Orangengeschmack. Och nö. Das muss ich jetzt auch nicht haben. Mal gucken, ob Aldi mich da mehr verführt mit schokoladigem Genuss. Die Nummer 11. Was steht heute für ein Spruch drin? Bin jetzt weg in meinem Lebkuchenhaus. Ach nee, nicht schon wieder Nougat. Ja, wie gesagt, das liegt daran, dass Ikea und Aldi ja Überschneidungen haben. Und deswegen wiederholt sich das manchmal. Aber gut, dann ist das eben so. Jetzt gibt es mal eine Frage aus der Bärchendose. Hoffentlich was Vernünftiges. Ich habe schon Angst. Ah ja, das sieht doch gut aus. Was war der peinlichste Erlebnis in deiner Schulzeit, Studienzeit, Ausbildung im letzten Jahr?
Ach, sowas Ähnliches hatten wir ja neulich mit dem Peinlichsten, ne? Das habe ich noch nicht richtig, doch habe ich eigentlich beantwortet, ne? Hat zumindest meine Mutter beantwortet. Sowas mag ich auch nicht. Von wegen, was tust du, wenn du nur noch so und so lange zu leben hast? Ich hasse solche Fragen. Das ist irgendwie so, weiß ich nicht. Ich mag das nicht. Was war der größte Fehler deines Lebens? Ist eine gute Frage. Vielleicht, und jetzt kommen wir zu einer Frage, die der Jonas mir gestellt hat. Der hat mich gefragt, was ich arbeite. Das ist jetzt nicht mein aktueller Job, keine Angst. Der größte Fehler ist, dass ich Biochemie studiert habe, 5 Jahre. Also ich habe einen Master in Biochemie. Das ist gleichzeitig das Beste, was ich gemacht habe und gleichzeitig auch das Schlechteste in gewisser Weise. Weil ich liebe Biochemie. Es ist das Geilste überhaupt, so rein von der Thematik. Das ist das, was uns allen früher oder später den Arsch rettet, weil das alle Krankheiten wegbekommen wird. Die Biochemie oder das Wissen der Biochemie wird alle Krankheiten heilen können. Oder die meisten zumindest. Und das sieht man jetzt auch am Impfstoff oder sowas. Ne? Das ist halt auch Biochemie dahinter. Ne? Die mRNA. Ne? Das ist, also das ist Biochemie. Und aber gleichzeitig ist es wirklich ein, vielleicht ist es auch nicht der größte Fehler. Aber ich sag mal nachher, und man muss nachher noch einen Doktor machen. Man ist 8 Jahre beschäftigt. Ich habe keinen Doktor gemacht, weil ich da einfach keinen Bock mehr drauf hatte. Und am Ende kriegst du dann kaum einen Job. Oder wirklich sehr, sehr schwierig. Und ich habe nicht schlecht abgeschlossen. Ich war Max Planck am Ende sogar im Master. Aber es war wirklich sehr schwer, einen Job zu bekommen. Und das ist halt einfach schwierig. Und jetzt arbeite ich in einem Laborgroßhandel als, das nennt sich Third-Party-Supplier-Specialist. Sprich, ich bin zuständig für Lieferanten von diesem Laborgroßhandel einer bestimmten Abteilung und kümmere mich darum, dass wir, ich sag jetzt mal, gute Konditionen bei denen bekommen, dass wir neue Lieferanten bekommen, die wir unseren Kunden anbieten können. Also sowas in der Art mache ich jetzt. Da bin ich quasi so ein bisschen als Quereinsteiger. Die haben Naturwissenschaftler gesucht, weil vorher habe ich eine etwas andere Stelle dort gemacht. Jetzt mache ich die. Bin ich als Naturwissenschaftler reingekommen. Sprich, das ist so die Antwort dazu, würde ich sagen. Mal kurz gucken, ob das hier alles gut aussieht. Das sieht alles gut aus. So, das ist das. Jetzt kommen wir zum Retro-Kalender. Der Dankeschön-Kalender, der fällt gleich schon auseinander hier. Das ist genauso ein Fetzen wie der von Aldi. Ach, wie der von Amazon. Noch eine Frage. Cosmo Conny. Scheiße, kann meine Schrift nicht mehr lesen. Was ich an Heiligabend kochen würde, weil ich mich ja schließlich negativ über Kartoffelsalat geäußert hätte. Jetzt tatsächlich auch jetzt nicht, wer weiß, was spektakulär ist. Also früher als Kind gab es immer Fondue bei uns, relativ ungewöhnlich zu Heiligabend, habe ich auch schon mal hier gesagt. Jetzt gibt es mal immer mal sowas wie Braten oder Rouladen. Wir haben nicht so wirklich so ein Weihnachtsessen. Wie gesagt, früher als Kind gab es Fondue und jetzt, ich glaube, dieses Jahr gibt es Rinderrouladen, Klöße und Rosenkohl oder irgendwie sowas. Ja, Rosenkohl. Ich mag Rosenkohl. Am liebsten auch pur als Auflauf mit Käse drauf und irgendwie so eine Sahnesoße mit ein bisschen Speck. Oh, Rosenkohl. Es ist Gemüse mit der geilsten Konsistenz, weil man so durch diese Blätter beißt. Ich finde es großartig. Die Nummer 11 haben wir 12, 19, 17, 18, 14, 13, 11 haben wir hier. Ah, ich fühle es, Maria. Es ist das, was du haben wolltest. Ach, mega gut. Diese Glibberdinger, kennt ihr die noch? Richtig, richtig gut. Die kann man so abziehen, das sind so ganz wabbelige Dinger. Die habe ich auch schon auf meinem YouTube-Kanal getestet. Der absolute Knaller. Creepy Jelly. Das ist auch eines der Dinger überhaupt, was Retro-Süßigkeiten angeht. Fantastisch. Absolut fantastisch. So, last but not least nehmen wir... Ach, ich wollte den Spruch doch nicht mehr machen. Der ist echt schlecht. Oh, das hört sich alles nicht gesund an hier drin. Die Nummer 11 beim Dankeschön-Kalender. 14, 25, 6... 18, 13, 11. Oh, welche Variation. Aber ich habe mich ja neulich noch drüber, gestern im Video noch erzählt, wie lecker die waren. Von der Firma gab es, wie gesagt, ganz am Anfang die mit Senf, Honig. Oh, super lecker. Und das hier sind es, die Roasted Giant Corn. Ja,
So viel dazu. Ich glaube, das war's dann jetzt, wenn ich nichts verpeilt habe. Nö. Das war's heute mit Kalendervideos. Später gibt's natürlich wieder Nachschub. Ich habe jetzt Urlaub bis einschließlich Montag. Yeah, werde mich jetzt auf meine Couch wieder begeben und Cyberpunk spielen. Euch wünsche ich einen wunderschönen Tag. Passt auf euch auf und bis bald. Ciao, ciao.